Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part unseres Abenteuers in Pokémon Team Rocket Edition. Ich habe ein kleines wenig gelevelt, aber das meiste entwickelt sich irgendwie doch später, als ich das dachte. Dementsprechend, ja, es hat alles auf 23, außer ich glaube, Nidoking auch. Und Nidoking hat sogar Poison Tail gelernt, was ich nicht wusste. Und wir haben jetzt sogar Sheer Force. Das ist actually sehr, sehr strong, muss ich sagen, weil dadurch Poison Tail sogar geboostet wird. Okay, das macht Nidoking ja nochmal 3 Millionen mal geiler, als er eh schon ist. Finde ich ganz gut. Wir wollen auf jeden Fall in den Pokémon Tower. Hier ist unsere Mission. Ich weiß nicht, was das für ein komisches Geräusch im Hintergrund ist. Und ich vermute sehr stark, wir müssen jetzt gegen Blau kämpfen. Es würde mich wundern, wenn nicht, um ehrlich zu sein. Okay, er hat zwar gerade gesagt, wir könnten kämpfen, aber jetzt will er doch nicht kämpfen. Okay, warum auch immer. Oh, und Team Blaus Pokémon ist gestorben. Aber inwiefern ist es denn gestorben? Also, aha, und Rot hat anscheinend, als sie gekämpft haben, dem Radikal von Blau so richtig wehgetan. Ich weiß nicht, mit welchem Pokémon oder so. Es hat geblutet und alles und konnte dementsprechend nicht mehr in seinen Pokéball. Er ist ins Pokémon Center gerannt. Aber als er dort ankam, ist sein Radikal gestorben. Wow. Na gut. Er ist ein Mörder. Also ich weiß jetzt nicht, ob Rot selbst dem Radikal die Wunden zugefügt hat oder so. Mörder jetzt der richtige Begriff ist, weiß ich nicht. Aber okay. Interessante Wendung. Und anscheinend mochte Professor Eichrot immer mehr als ihn. Okay, das ist wohl. Das sind Daddy-Issues. Darüber reden wir hier nicht. Und als er Professor Eich anscheinend angerufen hat, hat er einfach nur gesagt: Ja, fang doch einfach ein besseres Radikal. Ich meine, wo er recht hat. Und anscheinend mochte er Rot auf jeden Fall immer lieber. Und der soll anscheinend irgendwie eine ganz besondere Schneeflocke in der Richtung sein. Und hier ist anscheinend auch der Punkt, an dem Blau sich dazu entschieden hat, der Champ zu werden. Okay, ich dachte, das ist so von Anfang an sein Ziel gewesen, aber anscheinend ist hier so nochmal ein knackiger Wendepunkt für ihn. Warte, der will mit mir teamen? Warte, laufen wir jetzt zusammen da? Also wenn wir jetzt als Doppelkampf... Nee, okay. Wir laufen einfach nur beide nach oben. Ich dachte, wir machen jetzt so zusammen doppelkampfmäßig unseren Weg nach oben. So wie im Platinum Co., aber doch nicht. Okay. Also gut zu wissen, wir kennen jetzt so ein bisschen mehr die Backstory von Blau auch. Rot scheint brutales Arschloch, brutaler Mörder zu sein. So beides trifft, glaube ich, den Nagel ganz gut auf den Kopf. Shadow Sneak, das kann er im Normalfall gar nicht lernen. Offensichtlich können hier Pokémon sogar noch komplett neue Attacken lernen. Also, die sie eigentlich nicht können, auch gut zu wissen. Aber vom Level her scheinen wir jetzt mal nicht mehr underlevel zu sein, sondern sind ganz gut dabei. Das ist etwas, was ich sehr gerne sehe. Auf Wechsel ist im Übrigen jetzt schon gestellt. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Part eingestellt habe oder nicht. Also, ob ich es gezeigt habe, besser gesagt, weil einige in Part 2 danach gefragt haben. Ich habe es auch einfach komplett übersehen, wie gesagt. Also, habe ich irgendwie gar nicht dran gedacht. Ich weiß auch gar nicht, warum, um ehrlich zu sein, aber war einfach nett in meinem Kopf drin. Ey, Quapsi entwickelt sich endlich, muss man wirklich sagen, zu Quapuzzi. Ich weiß immer noch nicht, ob wir den Kingstein irgendwo finden. Ich würde aber auch ganz gerne den Wasserstein ansonsten finden. Wir können leider nicht mehr in diesen Hochgebäuden ja einkaufen, also in dem hohen Kaufhaus. Der ist ein bisschen doof, muss ich sagen, weil dann hätten wir da jetzt uns quasi direkt Quapo machen können. Das wäre nice gewesen, gerade weil wir die Themen Durchbruch auch haben. Aber hey, was will man machen? Wir können ihn uns einmal kurz angucken. Aber ich wollte gerade sagen, ich glaube, der hat immer noch einfach nur Damp als Ability. Das ist aber, denke ich, erstmal in Ordnung. So, und da müsste jetzt eigentlich genau das versteckte Mon sein, welches im Endeffekt einfach nur ein Knogger ist. So sieht's aus. Wunderbar. Level 30 ist actually im Vergleich zu unserem Team halt echt hoch, muss ich sagen. Also, wenn er auch noch seine Item hat, dann macht er ganz gut Damage. Wie machen wir... Wow. Das war gerade eine sehr effektive Attacke, möchte ich anmerken, ne? Es war sehr effektiv, dieser Damage. Na gut. Habe jetzt nicht so viel von gemerkt, weil das ist einfach, ein Vorhit, ne? So wie ein neutraler Angriff von vielen Pokémon ist. So wie halt gerade Quapuzzi. Ja, wir sind halt 5 Level drunter, muss man sagen. Ne? Da muss man ihm geben. Boomerang. Oh, das könnte schon unser Tod sein. Yep. Schade, Quapuzzi. Das war es dann auch mit dir. Bisschen unvorteilhaft, dass er das schon drauf hat, bin ich ehrlich. Habe ich nicht unbedingt mitgerechnet. Ich würde den auf jeden Fall besiegen für die Erfahrungspunkte, bin ich ehrlich.
Die würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Damit haben wir den auch besiegt. Und ich vermute, wir können dann nach oben gehen. Und irgendwas mit Evil. Ihr habt mir auch geschrieben, was mir jetzt gerade noch einfällt. Ich habe ein Pokémon ganz am Anfang nicht geholt, und zwar ein Evoli, das man irgendwo bekommt. Ich vermute, in dieser Pension da unten kriegt man das noch. Wenn ich dran denke, hole ich es nach. Ich werde es aber nicht benutzen, weil ich bin ehrlich, ich habe eigentlich gar keine Lust auf eine Evoli-Entwicklung, um ehrlich zu sein. So, im Normalfall stehen hier ja lauter Team Rocket-Dullis. Und hier oben ist anscheinend kein seltenes Pokémon, wie wir es dachten. Und ich habe die Vermutung, also ich kann, wollte gerade sagen, ich kann mir vorstellen, dass wir gegen den jetzt sogar kämpfen müssen. Der hat sogar seinen Yo, das ist ein richtig guter Custom Sprite. So mit Hornio, Tragosso und so. Nicht noch ein Knogger. Oh, das lief jetzt gerade schon so gut mit Knogger als Gegner. Wobei der zwei Level drunter ist und nur noch drei Level über uns ist, aber Blubschrei ist trotzdem noch nicht so weit, dass es Two-Shotten kann. Wie viel macht Boomerang? Immer noch viel zu viel. Also es ist immer noch ein cleaner Two-Hit. Jakobputzi, du wirst wohl einfach wieder sterben müssen fürs Allgemeinwohl, ne, Bro? Ein Crit hätte uns vielleicht noch retten können. Oh! Oder er drückt Focus Energy. Das ist auch ganz gut. Dann sollte... Oh, der benutzt Items, echt. Ja, okay, das ist nicht ganz so nice. Das ist nicht ganz so knork, aber es ist immer noch in Ordnung. Ich meine, der Blubstrahl ist eine Damage Roll, um ihn rauszunehmen. Das war eine sehr hohe. Ich glaube sogar, dass wir jetzt mit dem nächsten ihn eigentlich killen müssten. Ja, perfekt. Ja, wunderbar. So eine Damage Roll sehe ich natürlich immer gerne. So, Knogger besiegt. Für den Pokémon hat er noch drei weitere. Krass. Was hat er noch? Pikachu? Hat er jetzt lauter so Pokémon, die sich mit Zufriedenheit entwickeln? Oder womit genau hängt das jetzt zusammen? Ich habe auch gerne die Themen Schaufler, wenn ich so drüber nachdenke, muss ich gestehen. Die habe ich ja auch immer noch nicht. Doppelt. Oh Gott, Pikachu, bitte lassen Sie das. Ich bin auch sehr froh, dass wir keine Rivalität mehr haben, fällt mir gerade auf. Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass Pikachu ja männlich ist, machen wir mehr Damage. Dann habe ich jetzt erst realisiert, ah ja, Moment, ist ja eher relevant. Wir haben ja Sheer Force. Aber ich sehe schon, der ist hochgelevelt, muss man sagen. Ne? Level 30 und Level 28. Also die Trainer waren jetzt alle um 22 rum. Ich weiß nicht, ob man allgemein in dem Spiel underlevelt ist oder Lickitung, okay. Oder ob ich jetzt einfach nur underlevelt bin. Ja, Mankey brauchen wir nicht reinwerfen. Mankey kippt halt einfach um. Wir gehen einfach weiter auf Poison Tail. Ich glaube, der macht durch Step und Sheer Force sogar mehr Damage als Doppelkick. Ja, wobei... Wenn ich mir das so anguckt, bin ich mir... Oh, jetzt habe ich Pack gedrückt. Wenn ich mir das so anguckt, bin ich mir gar nicht mal mehr so sicher. Also, Nidoking ist so unsere... Ein bisschen eine Bastion gerade, weil wir halt sonst nicht wirklich was Stärkeres gerade haben. Nee, Doppelkick macht, glaube ich, a little bit more. Dürfte also passen, wenn wir hier weitermachen. Nach Lickitung müssen wir aber Nidoking da rausholen, weil der stirbt sonst einfach. Brauchen wir nicht... Brauchen wir nicht diskutieren, brauchen wir nicht debattieren. Das Ding wird nicht mehr groß was leben. Aber immerhin ein nices Level-Up noch mitgenommen. Und wie wir gemerkt haben, Level-Ups sind recht wichtig. Weil wir anscheinend immer underlevelt sind. Und ein Ditto kommt noch. Wobei, da haue ich, glaube ich, schon einen Doppelkick rein. Weil maybe... Okay, der reicht nicht aus. Aber der kopiert ja jetzt meinen Nidoking. Das bedeutet, er wird wahrscheinlich dieselben Stats haben wie ich. Das bedeutet, wir könnten jetzt einfach schneller sein mit... Ich hätte Horn Attack einsetzen sollen. Aber ich glaube auch Poison Tail killt hier. Nevermind, Poison. Er ist ja auch ein Boden-Pokémon, nicht Idiot. Ja, er macht's clever und drückt Horn Attack. So hätten wir spielen sollen. So rum hätte es sein müssen. Das hat echt wenig Damage gemacht. Also wir haben das richtig gut überlebt. Dementsprechend auch geschafft. Wunderbar. Dadurch haben wir auch, glaube ich, ich weiß immer noch nicht, wie man Ditto-Erfahrungspunkte, also wie die funktionieren. Aber ich glaube, je nach Pokémon, das es sich verwandelt, kriegt man dessen Erfahrungspunkte. Dementsprechend wollte ich auch das so ein bisschen haben. Aber ich weiß ja nicht, ob wir Lickitung nochmal bekommen. Ich würde einfach mal Schlurp nehmen, weil wir dann einfach Schlurp quasi haben, weil ich kann mir vorstellen, dass man Tragosso, Knogger nochmal irgendwo sieht, Lickitung eigentlich auch, aber hey. Ja, und jetzt haben wir dem alten Sack einfach sein Pokémon geklaut. Auch nicht schlecht, muss man sagen, auch nicht schlecht. Und anscheinend weiß er auch, dass Giovanni der Leader von Team Rocket ist. Also irgendwie in irgendeiner Form kennen die sich. Und anscheinend konnte er auch Siegfried nicht besiegen, als er die ganze Kanto-Armee an seiner Seite hatte. Und jetzt... Oh, das ist sein Ziel. Giovannis wahres Ziel ist quasi mit Team Rocket eine Gruppierung zu bilden, die Siegfried stürzen kann.
Oh, das ist ein interesting Twist auch hier. Er hat auch gemeint, wir sollen ihn auf jeden Fall damit in Ruhe lassen. Und es gibt jetzt anscheinend irgendwas mit dem Mewtwo-Projekt, wo er irgendwas auch mit zu tun hatte damals vor 11 Jahren. Das heißt, er war da auch in irgendeiner Form involviert, hatte entweder mit Giovanni was zu tun, oder auch, dass er vielleicht auch Teil von Team Rocket war. Wobei ich glaube eher, der war einfach nur so Kompagnon von Giovanni. Und anscheinend ist hier an dem Punkt Mewtwo schon lange kreiert tatsächlich. Und da kommt irgendjemand, das ist... Oh. Es ist Lance. Nee, nicht Lance. Archer ist es genau. Oh, und anscheinend hat Mount Fuji sich... Ist zu Siegfried quasi geflüchtet, nenne ich es jetzt mal. Und hat sich mit ihm verbündet. Zu dem Moment, als man gemerkt hat, dass der Professor Oak, also Professor Eich, verlieren wird. Und ist anscheinend zu der anderen Seite rüber gewechselt. Und hat anscheinend irgendwelche Informationen preisgegeben, damit er hier sicher sein kann. Okay. Und Mount Fuji, oder nicht Mount Fuji. Fuji hat jetzt gemeint, was hätte er ja denn anderes machen sollen? Und dann hat Archer ihn einfach nur wieder angekackt. Und jetzt geht es gerade darum, dass ja wir hier die Knochen von Tragosses abschlachten, nenne ich es. Also Tragosse abschlachten und denen seine Knochen nehmen. Und er ihm gerade auch so sagt, yo, wo ist jetzt dein alter Freund Siegfried, um dir zu helfen? Okay, und Archer übernimmt aber jetzt Fuji, wurde von Giovanni quasi gesagt. Und wir sollen zurück zum Hauptquartier dann gehen. Dann machen wir das mal, I guess. Okay, ich dachte, da kommt jetzt maybe noch irgendeine Textszene. Okay, und Blau bleibt anscheinend hier noch ein bisschen mit seinem Radikal. Der findet aber, dass nicht alle von Team Rocket anscheinend böse sind, beziehungsweise sieht ein, dass einige von Team Rocket halt ihre Gründe haben, warum sie so reagieren, wie sie reagieren. Ich vermute. Oh. Lol. Okay, ich dachte eigentlich, das Telefon klingelt, aber es ist Professor Eich. Und er hat uns gerade gefragt, ob der werte Fuji dort oben ist, aber ob wir ihn gesehen haben, und hat erst jetzt realisiert, dass wir einen Rocket, Anzug anhaben. Das ist immer faszinierend, wenn die Leute das nicht bemerken. Und jetzt haut er wieder ab. Na gut, tschüss Eich. War I guess schön mit dir. Tschüss. Oh, ich dachte, wir. Oh no. Ich dachte, wir werden hier angerufen. Okay, nee, Rot geht einfach nur an uns vorbei. Okay. Ich hätte jetzt gar keinen Bock auf einen Rotkampf gehabt. Meine Pokémon müssen sich alle noch ein bisschen entwickeln und dann können wir nochmal gucken, ob wir Rots Hintern versohlen können. Aber momentan, wenn der da höher gelevelt ist an dem Punkt. Wird das nix, ne? Wird das. Lol. Okay, und anscheinend scheint unser Boss nicht gerade in der allerbesten Stimmung auf diesem Planeten zu sein. Da ist immer noch ein Pokéball, den ich nicht geholt habe. Ich weiß nicht, welche Etage mir da fehlt. Ich weiß es einmal nicht. Also, wo ich jetzt nicht hingegangen wäre. Ah, und Rot war wahrscheinlich gerade im Rocket-Geheimversteck. Und hat gerade alle hier fertig gemacht. Oh, deshalb ist Giovanni sauer. Ja, das ergibt Sinn. Deshalb war der auch gerade hier. Okay, und anscheinend lernen wir jetzt gleich die Wahrheit, weil wir haben gerade Giovanni erzählt, was es da mit Rot abgeht. Und dadurch, dass er von Professor Oak ausgesucht wurde, deshalb hatte er dieses starke Glurak, in Anführungsstrichen. Aber okay. Okay, und wir sind jetzt in der Rückblende offiziell quasi. Vor 11 Jahren. Und zu der Zeit, als der Krieg sehr, sehr schlecht für Kanto lief. Und hat Kanto zumindest gemerkt, oder die Leute, die dafür gekämpft haben, dass sie definitiv verlieren werden. Oh, und wir sehen auch hier, also es wird gerade gesagt, wir hatten die schlausten Köpfe quasi, die besten Scientists. Da dürfte auch, glaube ich, ich glaube, das ist Pyro, der eine da in der Mitte. Oh, und einer von denen ist anscheinend zum Mew gegangen und hat irgendwie das Mew auf jeden Fall sich geschnappt. Ich weiß nicht, wie und woher wusste, wo Mew ist, aber es hat irgendwie funktioniert. Und sie haben das irgendwie festgehalten. Ich weiß nicht genau wie. Das habe ich entweder nicht rausgelesen oder nicht verstanden. Ah, und damals war Giovanni der reichste Mann in Kanto und anscheinend auch ein Top 4-Mitglied. Und war dafür, alles zu supporten, alles zu unterstützen und hat die dann finanziell quasi versorgt. Und sie haben anscheinend ein sehr interessantes Team erstellt. Ich weiß jetzt nicht, ich vermute, Pyro ist da dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig raussehe. Maybe ist da auch Bill dabei.
Ah nein, da steht ja Shigeki. Scheiße, ich hab die Namen übersehen. Damn. Ja, das ist doof, aber ich glaube, die Namen kennt man zum Teil auch gar nicht, oder? Kennt man die Namen? Sagen die jemanden von euch was? Oh, und durch dieses Rumexperimentieren, es sind also diese ganzen Dittos also entstanden. Das ist gut zu wissen. Und eins von dem war vor allem sehr nervig. Und hatte sogar Muse Kraft. Na gut, was ist das? Okay, und ist da ausgebrochen. Und hat tatsächlich einige von den älteren Spezies, von den früheren Spezies, also von den Dittos besiegt. Aber das Ding ist, das ist doch nicht Mewtwo gewesen, oder? Ah, und der Typ da oben, der sich so bewegt, das ist auf jeden Fall Dr. Fuji zu dem Zeitpunkt. Und sie wollen Mews Kraft quasi in einen festen Körper irgendwo reinkriegen. Und anscheinend wurden von jedem Scientist, ich weiß gerade das deutsche Wort nicht, einen DNA-Strang genommen und den quasi zum Testen freigegeben, ob das kompatibel, du Scheiße, ob das kompatibel mit Mews DNA ist, um daraus also quasi ein Mensch-Pokémon-Hybriden, nenne ich es jetzt mal, zu erstellen. Zumindest lese ich das aus dem Text quasi heraus, dass das eigentlich, dass Mewtwo eigentlich ein Hybrid zwischen Mensch und Mew ist. Und anscheinend, auch wenn das Pokémon quasi so gebaut wurde, nenne ich es jetzt mal, dass es sehr schlau sein sollte und quasi für Kanto kämpfen soll, hat es anscheinend keinen Grund gesehen oder nicht wirklich gesehen, warum es dafür für Kanto kämpfen sollte. Und als sie ihn quasi zwingen wollten, hat er rebelliert, hat anscheinend dieses Krimskrams, was er da hatte, kaputt gemacht und scheint jetzt gerade aus diesem komischen Kreisel oder Viereck Lichtstrahl da auszubrechen. Ah, und dadurch sind auch diese Risse und alles hier entstanden. Und da wollte ich gerade sagen, wird er jetzt wahrscheinlich auch hin abhauen. Und jetzt haut er in diese Azurhöhle auch dort ab. Und versucht dort möglichst starke Pokémon-Gegner zu finden, anscheinend. Also, der Kampf an und für sich findet Mewtwo anscheinend geil. Aber alles andere findet er ja kacke. Und da sind die Top 4-Mitglieder. Ah ja, ergibt ja auch Sinn, dass Siegfried damals kein Top 4 oder auch Champion war. Und dafür Giovanni da an der Stelle ist. Ja, das ergibt tatsächlich auch sehr viel Sinn. Und dann hat anscheinend Professor Eich aufgegeben. Und dementsprechend ist dann auch Siegfried der Champ geworden. Und Fuji war anscheinend auch der Erste, der quasi das Handtuch geworfen hat und quasi die Bedingungen von Siegfried akzeptiert hat, dafür, dass er halt keinen Stress bekommt. Nenne ich sie jetzt mal. Okay, und da sind Pyro und Bill. Bei denen hat es anscheinend irgendwie gedauert oder so. Aber die. Irgendwie ist es da ein bisschen anders gegangen. Aber wer ist Shigeki? Okay, keiner weiß, was mit dem passiert ist. Ich wollte auch gerade sagen, ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Noch nie von gehört. Und anscheinend hat Professor Eich ihn sogar so ein bisschen verraten. Also, der hat ja auch einfach aufgegeben. Und Giovanni wurde halt von seinem Posten als Top 4-Mitglied entbunden. Und deshalb hat sich auch Giovanni anscheinend dazu entschlossen, egal mit welchen Methoden, dass er Siegfried zu Fall bringen wird. Ah, und hier hat schon Giovanni einen Sohn. Das ist interesting, weil das ist ja eigentlich Silber, soweit ich weiß, ist sein Sohn. Und der soll anscheinend auch potenziell irgendwie zu der Arena kommen. Und unser Job ist es jetzt wohl, zu Professor Eich zu gehen und dem Dulli quasi herauszufinden, was sein Plan ist. Und zur Not sollen wir das auch, ne? Auf die eine oder andere Art machen, damit wir auf jeden Fall die Infos bekommen, die wir haben wollen. Oh, ich glaube. Oh, ich wollte gerade sagen. Wir werden promoted! Wir sind jetzt ein Rocket Admin! Geil! Sogar, dass unsere Klamotten sich ändern, finde ich mega cool. Und wir haben damit auch Giovannis Vertrauen gewonnen. Sehr, sehr nice. Ach, und da ist Ronnie. Ich bin ehrlich, ich habe schon vergessen. Frauen und Teenager können wir jetzt beklauen. Ja, das hast du richtig erfasst. Mega geil, ich weiß. Oh, und Ronny hat keine neue Mission bekommen. Ich bin ehrlich, Ronny hat bisher nur Scheiße gemacht. Nein, bitte lass. Nein, ich will ihn nicht mitnehmen. Ich will ihn nicht mitnehmen. Weil er sagt gerade, wir sollen einfach mit ihm gehen. Nein, ich will doch. Oh nein.
Geh davor. Oh, der wird mich irgendwie in die Kacke hauen. Ich will doch mehr Promotion haben. Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt los? Das ist wohl das Telefon, nachdem es klingelt. Okay, aber wir haben ihm einfach quasi nur auf den neuesten Stand gebracht. Sehr viel mehr Infos hat er jetzt von uns nicht bekommen. Er hat nur noch gefragt, ob wir wissen, oder ob uns Giovanni erzählt hat, ob wir wissen, was mit Dings los ist. Ja, wir können, glaube ich, ja, das dachte ich mir. Können ja immer noch nicht hier einkaufen, das ist doof. Ob wir wissen, was mit Mew passiert ist, aber wissen wir ja nicht. Dementsprechend schwierig. So, ich habe euch außerdem noch ein paar Pokémon zu zeigen, die wir bekommen haben. Wir haben jetzt ein Nebulak hier am Start. Wir haben außerdem auch Panimos, welches tatsächlich vom Typ Fee ist. Das heißt, den Feentypen gibt es in diesem Spiel auch. Gut zu wissen. Und hier ist halt noch unser mächtiges, in Anführungsstrichen, Schlurp. Und dann bin ich jetzt extra schon zum Mondberg geflogen, weil ich glaube, der Mondberg ist so mit der beste Ort von dem aus, wie wir da hingehen sollten. Richtung Palatown. Ich weiß gerade gar nicht mehr den deutschen Namen. Das ist wirklich immer ein bisschen schwierig. Sobald man irgendwas die ganze Zeit Englisch liest, mein Kopf ist so auf Englisch eingestellt, dass ich mir denke, was war das Ding nochmal auf Deutsch? Jigglypuff, Level 26. What the fuck? Wie kann es sein, dass ich durchgehend an der Level bin? Das ist ja krass. Soll das so sein? Ist das normal? Vermutlich. Lol. Schwester Joy fragt mich gerade, ob ich ihr helfe, jemandem eine Lektion zu erteilen. Sie datet anscheinend irgendeinen Cop in Viridian City. Und anscheinend betrügt er sie. Na gut, okay. Also, können wir schon machen. Wir hauen ihm schon einen in die Fresse. Ist kein Problem. Und dann, ne, wer weiß, so eine Schwester Joy auf der Seite zu haben, ist wahrscheinlich nicht schlecht. Hoho, unser Kopfgeld ist inzwischen einfach 94.000. Das ist wild. Das ist wild. Das Ding ist, eigentlich, muss ich sagen, finde ich es irgendwie cool, wenn mein Kopfgeld richtig hoch ist. Da kommt so richtig der One Piece Vibe. Lol. Und ich war gerade mega verwirrt, was dieser komische Text ist. Und wir kriegen ja wirklich hier gerade die VM Zerschneider. Das ist actually sehr nice. Ja, komm, gib 1000 Pokédollar von mir aus. Wir haben das Geld da. Gib mir den Zerschneider. Das ist ja stark. Okay, dann haben wir das jetzt auch. Jetzt frage ich mich halt, ob ich schon irgendwelche VMs ansonsten verpasst habe. Ich hoffe, glaube jetzt einfach mal nicht. Ist hier dann irgendwas Interesting drin? Oh. Oh, aber anscheinend dürfen wir uns diesen Dings alten, den Old Amber nicht nehmen. Das hätte ich gerne gehabt. Und anscheinend ist das irgendjemand, der mir ein Fossil geben wird. Oh, das ist der Typ, den wir im Mondberg gesehen hatten. Wir müssen gegen den jetzt kämpfen. Gegen den Dulli vom Mondberg. Das dürfte der nämlich sein. Super Nerd Miguel. Na gut. Mit Schleimer, Level 29. What the fuck? Ich bin doch nicht so. Also, ich nehme ja jeden Trainer und alles mit. So, ich denke die ganze Zeit, ich habe irgendwas verpasst. Aber eigentlich, ich dürfte eigentlich nichts verpasst. Ach du heilige Kacke. Ey, Mankey zu Level noch inzwischen eine Katastrophe. Der muss unbedingt jetzt da mal zu Razzaf werden. Voltoball hat er noch. Den haben wir aber noch schnell besiegt. So, was hat er noch? Ich meine, solange er so schwache Pokémon hat, dann ist ja kein Problem, ihn recht fix zu besiegen. Smogon, das sollten wir auch easy hinbekommen. Zack, Boom, und schon ist Smogon auch weg. Wunderbärchen, das ist doch das, was wir sehen wollen. Kriegen wir jetzt wenigstens den Old Amber? Aber das wäre. Also, das Doofe ist. Ah. Will ich Aerodactyl? Oder will ich Dodri benutzen? Wären beide cool, habe ich. Beide noch nie wirklich krass benutzt. Okay, wir können uns jetzt hier wirklich aussuchen. Dome Fossil, Helix Fossil und Old Amber. Wir gehen natürlich mit dem Old Amber. Also Aerodactyl ja viel stronger, ne? Ha, es dauert halt, bis wir den rausbekommen. Aber ich glaube, wir werden dann später Aerodactyl benutzen. Weil der ist schon sehr viel stärker, muss man sagen. Und der würde unserem Pokémon oder einem unserer Pokémon Seismic Toss beibringen. Brauche ich aber jetzt nicht unbedingt auf irgendwem gerade. Aber okay, Altbernstein, das war der deutsche Name. Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, wie das Ding ist. Haben wir jetzt damit gut. Gibt es irgendwas Wildes anderes, was wir kaufen? Ja, nur Scheiß, okay. Oh Leute, ich konnte jetzt quasi den ganzen Wald skippen, weil anscheinend alle Zerschneiderbäume entfernt wurden.
Das ist actually ja mega wild, dass die einfach jetzt alle weg sind. Maybe ist dann wirklich überall in der Welt sind die weg. Boah, da müsste man sich fast schon nochmal umgucken, was es alles noch gäbe. Ultraball auch schon, hui. So, ich habe jetzt auch einen Bibo mir geschnappt. Wir haben außerdem, oh, der hätte Tinted Lens gehabt, das wäre cool. Den hatten wir davor noch und ich glaube, Ibitak, das waren jetzt so die einzigen, die ich gerade gefunden habe. Ich bin jetzt auf jeden Fall einmal durch den ganzen Wald auch hindurch. Da waren auch nur Trainerkämpfe, also nichts Krasses noch. Das heißt, damit sind wir auch erfolgreich in Viridian City angekommen. Da ist wirklich Silber. Lol. Das ist ja mega cool. Ja, der ist nicht vorbeigekommen. Tut mir leid, aber dein Dad ist offensichtlich zu beschäftigt. Ich realisiere gerade was. Kann es das sein, dass Giovanni und Ariana, ist ja eine Frau, dass Silber das gemeinsame Kind von denen ist? Also wahrscheinlich ist das so ein Ding, was man schon ewig lange weiß. Ich glaube, ich habe das gerade zum ersten Mal realisiert. Und Dream Eater gäbe es hier, okay. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern das stimmt und inwiefern das nicht stimmt. Ich glaube aber, das ist es tatsächlich. Und ich glaube, das ist der Dings, dem wir in den Arsch treten sollen, der Polizist. Und dementsprechend dürfen wir jetzt auch gegen ihn kämpfen. Wer hat Fukano dabei? Okay. Wir haben noch Dodo vorne. Das sollte vollkommen machbar sein. Also soll jetzt kein schwieriger Kampf werden, vermute ich. Wir sind immer noch nicht so wild gelevelt, muss ich sagen. Ne? Also selbst der dumme Dulli ist höher gelevelt. Andererseits, ich weiß nicht, ob vielleicht der Hackersteller will, dass man gar nicht sechs Pokémon benutzt oder so. Das kann ich nicht einschätzen. Vielleicht ist das noch etwas, was ich falsch mache, in Anführungsstrichen. Aber das wäre so das Einzige, was mir noch einfallen würde. Okay, Macholo ist das nächste Pokémon. Ich werde im Übrigen wahrscheinlich so ein paar Kämpfe, wenn ich merke, okay, die haben nicht wirklich starke Pokémon wie Fukano, Macholo, werde ich wahrscheinlich so ein bisschen auch aufschneiden, nenne ich es jetzt mal, die Kämpfe, wenn ich dran denke. Ich hoffe, ich tue es. Ihr könnt mir sehr gerne mal da auch eure Meinung zu sagen, wenn ihr sagt, ah, nee, Downy, bitte lass die Kämpfe einfach durchlaufen, dann, also, kämpft quasi ganz normal, aber ich glaube, wir sterben da jetzt dran, ne? Yep. Wenn ich möchte den kompletten Kampf sehen, dann sage ich, okay, dann wird es wohl der ganze Kampf. Und wenn ihr sagt, nee, es ist auch so okay für mich, dann können wir es auch so machen. Ich werde es wahrscheinlich sowieso am Ende des Tages nach Lust und Laune machen. Sind wir alle ehrlich, wir wissen es alle. Und wenn ich da ein bisschen mehr rede, dann kommt sowieso der ganze Kampf dadurch. Aber bis dato sind die Pokémon noch nicht allzu stark beim Gegner. Ich denke, das wird jetzt dann bald kommen, dass die alle recht entwickelt sein werden, weil meine Pokémon entwickeln sich ja jetzt auch alle recht bald. Dann würde das Ganze so ein bisschen zusammenpassen. Es würde mich zumindest nicht wundern, wenn es jetzt dann der Fall wäre. So, wir sollten noch einen Ladestrahl abfeuern können. Wunderbar, der connectet auch und damit ist das Teil weg. Tschüss, Quapuzzi an der Stelle. Ich glaube, Mankey ist der sich als nächstes entwickelt, Level 28, aber da bin ich mir auch ein bisschen unsicher. Ich verwechsel mal, ich glaube, Dodri war 31, ich glaube, Elektrobeil ist 30. Alles ist so ein bisschen gerade, so ein bisschen beieinander, muss man sagen. Ich mache mal Sonic Boom weg, weil da das 20 KP abziehen ist, glaube ich, an dem Punkt im Spiel echt nicht mehr wild. Auch wenn Tackle jetzt auch nicht die wildeste Coverage ist, ja. Ich meine, Elektrobeil wird am Ende wahrscheinlich eh nur immer Donnerblitz drücken. Also, das wird nichts zum Verwundern sein. So. Und der haben wir schön in den Arsch getreten. Oh mein Gott, und der alte Sack hat ein Rosanna. Und wegen Rosanna. Oh, wegen Rosanna denkt die Schwester Joy hätte eine Affäre. Oh mein Gott, das ist. Es sind gerade zu viele Bilder in meinem Kopf, die ich nicht genauer beschreiben möchte. So, meine liebe Schwester Joy, es ist nicht so, wie du denkst, es ist schlimmer, als du denkst. Also, er hatte natürlich nichts mit Rosanna am Laufen, sagen wir mal so. Aber alles trotzdem. Ach, oh, die Vorstellung alleine reicht mir schon wieder. Oh, bah. Oh, und wir kriegen eine rote Flöte dafür geschenkt. Was zum Teufel macht die? Aber ja, ihr solltet maybe über eure Arbeitszeiten nachdenken, wie ihr das machen wollt. Okay, und wir müssen irgendein Mädel finden, welches gut ausschaut.
und irgendwie einen einfachen Job machen will. Ich vermute, wir werden jetzt dann eine Seen finden. Und dann können wir da der sagen, yo, gönn dir. Wow, das ist einfach nur Anziehung, macht das weg. Wahnsinn. Wir haben so viele normale Tränke. Wann ist denn das passiert? Wir hätten drei Sonderbonbons, aber die würde ich mir eigentlich ganz gerne noch aufheben gerade. So, weil ich. Also, unser Team ist jetzt momentan nicht das Stärkste. Ich finde es aber sehr cool, was wir gerade so haben. Aber ich glaube nicht, dass das bis zum Ende bestehen wird, bin ich ehrlich. Okay, und der Typ würde uns ein Glücksei geben, wenn wir lange genug brav sind. Das wäre natürlich auch nice. Ah, das ist jetzt, also das ist wirklich verlockend, muss ich gestehen. Also ein Glücksei. Ha. So, und hier kommt man ja in Richtung Pokémon-Liga. Ist hier noch irgendwie was Spannendes schon? Anscheinend nicht. Da werden wir auch nicht reinkommen oder so. Gut, dann weiter geht's. Okay, auf dem Weg hier nach unten. Wow, kommt nochmal ein wilder Encounter. Gibt's anscheinend niemanden wirklich, der von Interesse von Belangen ist. Das heißt, wir gehen da jetzt einfach mal gediegen hin und sind da mit dem Pallet Town angekommen. Mich würde mal interessieren, was ist, wenn wir die Mom ansprechen? Okay, und wir sollen einfach nur wieder abhauen. Sie hat uns nicht wirklich irgendeine sinnvolle Information gegeben. Wie sieht's bei der Schwester von Blau aus? Okay, und sie sagt uns nur, dass sie die Schwester von Blau ist. Okay. Ich dachte, da kommen maybe irgendwelche interessanteren Infos bei rum. Die Trainer sehen alle nicht so relevant aus. Ich würde tatsächlich sagen, wir werden erst im nächsten Part mit Professor Eich sprechen. Ich vermute, da wird nämlich nochmal relativ viel Story kommen. Ich vermute sehr stark, wir müssen sogar vielleicht gegen ihn kämpfen, auch wenn er ja offiziell nicht kämpfen darf. Ich würde sagen, das erwartet uns alles im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Bis dann und ciao. Bye, bye.